Und in diesem Video geht es um die Menschen, die in ihrem Geburtsdatum eine 1 haben. Eine 1 so oder als Quersumme. Und Menschen, die praktisch die Schicksalszahl auch 1 haben. Also entweder in der Seelenzahl oder in der Schicksalszahl 1. Diese Menschen haben folgende Aufgaben in dieser Inkarnation. Kontrolle über ihr Ego, über dein Ego. Diese Menschen sind so lange verwundbar, solange die auf ein Lob von außen warten. Die vertragen keine Kritik, die sind sehr auf sich selbst fixiert und sie wollen gelobt, anerkannt. Sie wollen immer die Besten sein und sind sehr, sehr empfindlich gegenüber der Kritik. Und das macht das Leben von so einem Menschen sehr schwer. Und die erste Aufgabe von diesen Aufgaben auf der Erde jetzt besteht daran, genau dieses Ego zu kontrollieren. Nicht, dass das Ego diese Person kontrolliert, sondern dass die Person ihr Ego kontrollieren kann. Die zweite karmische Aufgabe von einem Menschen mit einer 1 als Seelenzahl oder als Schicksalszahl ist Selbstfindung. Diese Selbstfindung kann ein Leben lang dauern und das ist gut so. Denn diese Person muss solche Eigenschaften wie Egoismus entwickeln, weil diese Person, dieser Mensch muss sich finden. Deswegen ist dieser Mensch hier auf der Erde. Die dritte Aufgabe von einem Menschen mit einer Zahl 1 besteht darin, sich von der Herde, von der Massenmentalität zu trennen. Dieser Mensch muss so viel Mut aufbringen, dass er einen eigenen, unabhängigen Weg gehen kann. Das ist die karmische Aufgabe der Seele. Die vierte karmische Aufgabe von einem Menschen mit der Zahl 1 besteht darin, autark werden. Solange der Mensch mit einer Zahl 1 auf die Meinungen anderer, auf das Lob der anderen angewiesen ist, erfüllt er seine karmische Aufgabe nicht. Er muss lernen, ganz auf sich selbst gestellt zu sein, sich selbst zu vertrauen. Und die fünfte karmische Aufgabe von einem Menschen mit einer 1, laut vedischer Numerologie, ist Selbsterkenntnis und Selbstfindung in dem Sinne, dass man praktisch seine innere Welt kennenlernt und diese Welt dann nach außen bringt, wie die Sonne. Die Sonne bringt ihre Wärme, ihr Licht an uns, an die Menschheit. So ist das mit einem Menschen, der eine 1 hat. Der muss schauen, was habe ich alles dabei? Was habe ich für Talente? Was kann ich an die Menschheit bringen? Und diese ganzen Ressourcen, Talente, seine Möglichkeiten muss er verwirklichen. Erstmals finden, selbst erkennen, Selbsterkenntnis und dann an die Menschheit geben. Das heißt, der muss oft alleine sein. Der braucht dieses Alleinsein, damit er zu sich selbst findet, damit er sich selbst kennenlernen kann. Und natürlich, diese ganzen Aufgaben sind Aufgaben und die Fehler, die diese Person fast höchstwahrscheinlich machen wird, sind genau die gegenteilige Richtungen. Das heißt hier, sein Ego wird diese Person kontrollieren, Selbstfindung wird er vielleicht auf irgendwelche Gurus schauen und selber an sich nicht glauben, dann mit der Massenmentalität mitlaufen, mit der Herde. Und dann auf die Meinungen anderer angewiesen sein und seine eigenen Talente verweigern oder gar nicht kennen.
Das sind die Fehler, die normalerweise solche Menschen machen. Aber das Schicksal tut etwas, dass diese Menschen irgendwann erwachen. Durch Leiden, durch Krisen, durch irgendwelche Probleme findet dieser Mensch dann doch zu diesen Aufgaben. Irgendwann versteht der Mensch, okay, ich habe das schon so oft falsch gemacht, ich mache jetzt anders und geht diese Wege. Und dann auf einmal, wie in einem Märchen, funktioniert alles, geht alles. Und der Mensch wird frei und glücklich. Und das ist das Ziel, auch der Sinn von dieser vedischen Numerologie. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und auch was gebracht. Besonders wenn du eine 1 hast in deinem Geburtsdatum, in deine Seelenzahl oder in deine Schicksalszahl. Oder vielleicht jemand aus deinem Freundeskreis oder dein Partner, deine Partnerin hat diese Zahl, dann kannst du diese Menschen auch unterstützen, weil die müssen genau diese Aufgaben lernen. Ich wünsche dir alles Gute. Im nächsten Video schauen wir, was die Zahl 2 uns sagt und welche karmische Aufgaben die Zahl 2 mit sich bringt. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, genieße deine Zeit. Nutze diese Zeit für dich, für deine Weiterentwicklung, hab mehr Freude am Leben, genieß alles, was du jetzt erleben darfst und kannst. Dieses Leben ist absolut wunderbar, absolut magisch, absolut fantastisch. Bis dahin, alles Gute, deine Inga.
lieber Kurs, du warst Nacht, Nacht, wie unvergleichbar schön du warst, Nacht, Nacht, was für Musik hast du gespielt?